Ich glaube, der ist ein sehr guter Spieler, der viele Tore bis jetzt gemacht. Der war jung, wenn der hat das gemacht. Man lernt mit solchen Situationen. Und ich glaube, die Sachen wird ändern. Im Fußball ist alles sehr dynamisch und die Sachen ändern sich ganz schnell. Da kannst du einmal unter sein und dann von einem Tag zu dem anderen bist du ganz oben. Ich finde, dass Thomas ein sehr, sehr guter Spieler ist. Eine, die werde ich immer in meiner Mannschaft haben. Natürlich mit so vielen Wettbewerben, Thomas wird die Chance haben, zu zeigen, was ihm kann. Aber wird nicht so einfach für ihn, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass er nicht glücklich ist. Aber natürlich, der ist auch einer, der viel lacht, der viel gute Zeit hat und wir hoffen, dass der mehr Zeit auf dem Feld haben, so dass kann der auch ein bisschen spielen und ein bisschen Spaß zu haben, weil ich glaube, für ihn ist sehr wichtig zu spielen, Tore zu machen und Spaß zu haben auch. Ja. Weil ich habe eine gute Beziehung mit Brazzo. Wir haben uns sehr gut verstanden auf dem Platz und außen dem Platz auch. Ich glaube, bei Bayern brauchst du eigentlich eine, die die Mannschaft kennt, die hat Fußball gespielt vielleicht und eigentlich eine gute Beziehung mit dem Vorstand und auch mit dem Spieler. Ich glaube, Brazzo hat das. Der ist nicht nur Liebling von Uli Hoeneß, sondern von Karl-Heinz auch. Und ja, wie gesagt, der kennt sich gut aus bei Bayern und der hat auch da gespielt. Also er kennt das alles. Für mich eine Sache, das noch offen ist, ist ein WM zu spielen mit meiner Nationalmannschaft. So. Das habe ich noch nicht geschafft und das ist noch möglich. Ich hatte auch schon viele Möglichkeiten nach Hamburg zu gehen, aber leider kann ich sowas nicht machen.